Holle, hier ist Nana Sturm auf dem Kanal Matriwissen und ich möchte euch heute gerne nochmal einen Artikel vorlesen aus dem Buch Die Welt zur Welt bringen von der Philosophinnengruppe Diotima, erschienen im Ulrike Helmer Verlag. Der Artikel, den ich euch hier heute vorlesen möchte, ist von Alessandra Bocchetti geschrieben und von Dorothee Markert übersetzt worden. Was vor der Gerechtigkeit kommt. Setzen wir wirklich den Wunsch nach sozialer Gerechtigkeit an die erste Stelle? Kommt Gerechtigkeit wirklich vor allem anderen? Wie können wir das nur glauben? Fast alle Frauen, die ich getroffen habe, antworten auf die Frage, warum sie in einer Partei seien: Ich bin eingetreten, weil ich ein Bedürfnis nach sozialer Gerechtigkeit habe. Und ich merke, dass diese Antwort sie beruhigt. Lia Sigarini hat einmal in ihrer witzigen und trockenen Art geantwortet: Merkwürdig, ich bin aus demselben Grund ausgetreten. Wenn wir einmal ein kleineres Stück Torte bekamen und protestierten, brachte denn dann die Tatsache, dass unsere Mutter den Fehler korrigierte, alles wieder in Ordnung? Oder blieb nicht die Sache so lange unerledigt, bis ein anderer Beweis hinzukam, kein Beweis ihrer Gerechtigkeit, sondern ein Beweis ihrer Liebe? Ja, die Liebe kommt an erster Stelle. Fragt mich nicht, wie die Welt aussehen würde, wenn die Liebe an erster Stelle stünde, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wer in einer solchen Welt über den Diskontsatz entscheiden würde, ich weiß nichts über die Einzelheiten. Aber ich hoffe trotzdem, dass diese Zeiten kommen. Das heißt nicht, dass mir die Gerechtigkeit nicht am Herzen liegt. Aber wenn wir Gerechtigkeit fordern, hat das den großen Nachteil, dass wir über das sprechen, was uns fehlt, was wir nicht haben und was wir haben wollen. Und meiner Meinung nach führt das, was uns fehlt, nicht dazu, dass wir uns mit der Realität auseinandersetzen. Niemand macht auf diese Weise je die Erfahrung, in die Welt einzutreten. Aber wer hat die Erfahrung nötig, in die Welt einzutreten, in der er oder sie doch schon lebt? Alle. Alle, die den Sinn verloren haben, die Liebe der Mutter verloren haben. Der Sinn des Auf-der-Welt-Seins und die Liebe der Mutter sind eng miteinander verbunden, sie sind sogar dasselbe. Jedes Kind weiß das. Wenn wir dieses Wissen verloren haben, dann deshalb, weil wir unsere Unschuld verloren haben und mehr scheinen wollen, als wir sind. Dieser Sinnverlust betrifft nicht nur die Frauen. Auch der Arbeiter am Fließband hat die Liebe der Mutter verloren. Angesichts der Maschine, die Qualität und Tempo seiner Bewegungen bestimmt und nicht auf ein Wort von ihm wartet, verliert der Arbeiter den Sinn seines Auf-der-Welt-Seins. Die Welt wäre sicher anders, wenn das, was jede Mutter ihrem eigenen Kind wünscht, den Lauf der Geschichte bestimmen würde. Demjenigen, der mich wegen dieser Ansicht des Utopismus bezichtigt, setze ich das entgegen, was das Wesentliche der Politik ausmacht. Es ist nicht gut, den gegenwärtigen Zustand als einzig mögliches Ergebnis der vergehenden Zeit zu betrachten. Eine andere Geschichte ist möglich. Sie wäre möglich gewesen. Wir können für jenen Arbeiter eine andere Arbeitszeit fordern oder angemessene Bezahlung, ein Haus oder Gesundheitsfürsorge. Aber um ihm den Sinn seines Auf-der-Welt-Seins zurückzugeben, müssten die Dinge wirklich geändert werden. Unglück führt dazu, dass nach Heilmitteln gesucht wird. Aber diese Heilmittel geben keinen Sinn zurück, denn in ihnen vermittelt sich keine Liebe. Der Kapitalismus hat es gut verstanden. Was ist denn der Konsum anderes als ein großer Markt von Übergangsobjekten? Der Kapitalismus kennt die symbolische Ebene sehr gut. Er ist ein Meister darin, einem armen Unglücklichen das Gefühl zu vermitteln, mitten in der Welt zu sein, nur weil er auf einem Panda 404 sitzt oder Barillanudeln isst. Deshalb gewinnt der Kapitalismus immer weiter an Boden, trotz seiner Ungerechtigkeiten, trotz seiner Fehler, seiner Verschwendung und der Schäden, die er anrichtet. Und der Kommunismus ist gescheitert, weil er dort, wo er verwirklicht wurde, nur Heilmittel zur Verfügung gestellt oder nach ihnen verlangt hat. Er hat keine neue Welt erfunden und hat es auch nie wirklich gewollt. Aber dazu wäre der Kommunismus auch gar nicht in der Lage gewesen. Wer von der sozialen Gerechtigkeit ausgeht, kann keine neue Welt erfinden.
Gerechtigkeit zu wollen, ist ein zu kleiner Anspruch, und er macht das Vorstellungsvermögen zunichte. Die Heilmittel vermitteln keinen Sinn. Durch sie überträgt sich keine Liebe. Mit dem Anspruch auf eine gerechte Gesellschaft wurden unter dem Deckmantel der Gerechtigkeit kalte, depressive, trostlose und stumme Gesellschaftsordnungen geschaffen. Auch Grausamkeiten wurden verübt. Angesichts des tiefen Unglücks, das der Sinnverlust mit sich bringt, hat die Gerechtigkeit nicht die Fähigkeit, symbolische Nahrung zu spenden. Folglich hat sie auch nicht die Kraft, dieses Unglück zu heilen. Das 20. Jahrhundert ist das Jahrhundert des Unglücks. Nachdem die letzte Metapher für die Mutter, die Gottesidee, verschwunden war, war es die Idee des Unglücks, die die großen Utopien bestimmte, die zu Entdeckungen, zu Wissen und zur Kunst führte. Es genügt, an den Kommunismus oder die Psychoanalyse zu denken, beides sind großartige Heilmittel. Nur vor diesem Hintergrund kommen wir zu dem Schluss, das Unglück sei wirklicher als das Glück, nicht weil das absolut richtig wäre, sondern weil unsere Zeit dem Unglück huldigt. Darin liegt ein moderner Konformismus. Zur Mutter führt uns jedoch nicht das Unglück, sondern nur das Glücklichsein. Es gibt keinen anderen Weg. Um auszusprechen, welches Geschenk es ist, auf der Welt zu sein, müssen wir auf unser eigenes Glücklichsein hören können. Wer zu sehr mit dem eigenen Unglück beschäftigt ist, wird das niemals sagen können. Viele Jahre der Politik haben dazu geführt, dass ich das verstanden habe. Vom Glücklichsein auszugehen, ist eine bescheidene Geste. Sie hat nichts Titanisches. Vielleicht gefällt sie deshalb den Berufspolitikern nicht, die große Auftritte, großes Theater und große Väter brauchen. Vom Glücklichsein auszugehen heißt, von dem auszugehen, was man hat. Vielleicht ist das wenig, dann geht man eben von dem Wenigen aus. Das heißt, sich zu fragen, wann bin ich glücklich? Unter welchen Bedingungen war ich glücklich? Worin besteht mein Glücklichsein? Und von dort aus können wir uns im Hinblick auf eine andere Welt und andere Beziehungen inspirieren lassen. Die Möglichkeit zur Wahrheitsfindung liegt eher in einem ernsthaft befragten Glücklichsein als im Unglück. Hier liegt der Ansatzpunkt für einen extremen Materialismus, für eine neue Fragestellung über das Menschsein. Ja, es ist höchste Zeit für alle, zur Mutter zurückzukehren, zu dem Wissen, dass wir alle von einer Frau geboren wurden, die nicht Gott ist, sondern eine Frau aus Fleisch und Blut. Sie lehrt uns durch ihre Liebe das Lieben, und durch ihren Tod lehrt sie uns das Sterben. Mehr verspricht sie uns nicht, und mehr gibt sie uns auch nicht. Nur so können wir vielleicht zu dem Wissen darüber zurückfinden, wie wenig wir wirklich brauchen. Und nur von dieser wiedergewonnenen Erkenntnis aus können wir uns neu die Frage stellen, wer wir sind und was wir wollen. Von hier aus können wir dann zurückkehren zu unserem Horror vor dem Fließband, vor der Nachtschicht und vor den schrecklichen Lebensbedingungen, die so vielen Menschen aufgezwungen werden, ohne dass wir letztendlich zu dem Schluss kommen müssen, das einzig mögliche Mittel, dem abzuhelfen, sei Geld. In unserer Zeit der Krise der Politik, der Krise der Ideen und vor allem der Krise der großen Wünsche hörte ich folgende Worte, die wahrscheinlich mit betrübter Miene gesprochen wurden. Der Kommunismus ist die radikalste Kritik am Bestehenden, die je entwickelt wurde. Erfindet bitte eine neue für mich. Wie kann man ein Denken für radikal halten, das die symbolische Kraft der Liebe vergessen hat? Ein Denken, das offensichtlich die Wurzeln des Lebens nicht in Betracht zieht, kann nicht radikal sein. Ich glaube, dass das Denken der Differenz die Möglichkeit einer viel radikaleren Kritik am Bestehenden beinhaltet als der Kommunismus. Aber dazu muss es die Kraft und den Mut haben, kein Anbau zu sein, der nur das Gebäude der anderen verschönert, in der Hoffnung, dadurch selber gut dazustehen. Ja, das war der Artikel von Alessandra Bocchetti, erschienen in dem Buch »Die Welt zur Welt bringen«. 1999 ist das im Ulrike Helmer Verlag erschienen.
Und ich verabschiede mich hier heute, indem ich zwei Sätze aus diesem Artikel euch nochmal mit auf den Weg gebe. Gerechtigkeit zu wollen, ist ein zu kleiner Anspruch und er macht das Vorstellungsvermögen zunichte. Und der zweite Satz, den ich euch hier noch mit auf den Weg geben möchte, heißt: Zur Mutter führt uns nicht das Unglück, sondern nur das Glücklichsein. Holla.